Na, Sparks, komm. So, und jetzt? Sollen wir da mal direkt hin versuchen hinzugleiten? Nee, es geht niemals. Machst du bitte die Tür auf? Ich wäre dir sehr verbunden. Schade. Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Wissen wir von einer Fähigkeit? Da ist dir doch gerade ja zugegangen. Mir irgendwas mit dir machen? Vielleicht gedacht, dass wir von ihm abspringen können, aber... Warum jetzt? Ich verstehe es nicht. Ist egal. Jetzt kommen wir endlich weiter. Was ein Bullshit. Jetzt haben wir keine Sparks mehr. Hallo Sparks. Mein bester Freund. Also ich weiß nicht, was das gerade war. Das war mehr als nur seltsam. So, erstmal der nächste Drache, Eldritch. Danke, dass du mich befreit hast. Aber sehr gerne, Eldred. Das war sehr sonderbar. Okay. Der nächste Drache, Zander. Gut gemacht, Spyro. Wenn du so weitermachst, kennst du bald alle Tricks der Welt der magischen Künstler. Ah ja. Ein Drache fehlt uns noch und das Ei fehlt uns auch noch. Gut, hier kommen wir wieder zum Start zurück. Ich weiß, wo wir jetzt gleiten sollen. Ich hätte ja gesagt, wir gehen erstmal hier in diese Richtung. So, wo ist dieses Schäfchen? Da ist dieses Schäfchen. War der Schmetterling gerade blau? Ich glaube ja, oder? Wir haben auch zweimal Gesundheit für Sparks bekommen. Wunderbar. So. Dann wollen wir hier wahrscheinlich geradeaus in dieses Tor gleiten. Da bleibst du wohl hier!
doch niemals hinterher. Müssen wir anders machen. So ein bisschen abzukürzen. Ihn runterspringen lassen und ihn dann im Sprung überraschen. Das hilft auch nicht. So nah und doch so fern. Na, kommst du her. Geht doch. So, Drachenein Nummer 8. Und der letzte Drache, Kelvin. Denk dran, die blauen Diebe haben auch außerhalb der Welt der magischen Künstler Eier gestohlen. Keine Sorge, ich kümmere mich um sie. Oder besser gesagt, bis jetzt haben wir uns um alle gekümmert. Das ist ja auch nicht zu verachten. Bis jetzt haben wir überall alles erreicht. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass wir in der letzten Welt bei den Friedensstiftern ein Level vergessen haben. So. Okay. Okay, soweit so gut. Jetzt haben wir 15 Edelsteine, die wir suchen müssen. Und die sind irgendwo in diese Richtung. Aber vermutlich nicht hier runter. In Richtung Start wieder, ne? Ah, da. Da sehe ich sie alle schon. Okay. Wie wir die wieder übersehen konnten, das ist wieder so eine Frage, weil die stehen ja hier eigentlich sehr offensichtlich. Aber damit haben wir ja auch alle 500 Edelsteine und somit auch 100% dieses Levels abgeschlossen. Das war... Also ich glaube nicht, dass das gewollt war, dass das... dass wir da so viele Leben gelassen haben. Ich glaube eher, dass das ein Bug war. Aber ist auch egal, wir haben es geschafft. Wir haben das Level 100% abgeschlossen und das ist das, was zählt. Schlicht und ergreifend. Ab nach Hause. Zurück zu den magischen Künstlern. So. Wunderbar. Fähigkeitspunkte, luftige Höhlen und Wirbelfiel. Das sind noch unsere Level mit Fähigkeitspunkte. Und luftige Höhlen hätten wir direkt hier. Jetzt gleich nochmal gucken, weil ich natürlich jetzt nur den Levelnamen gelesen habe und nicht, was wir hier tun müssen. Was wir hier tun müssen. Das gleich nochmal gucken. Wunderbar. Nach diesem grandiosen Satz. So. Handbuch. Fähigkeitspunkte. Verbrenne das versteckte Gemälde. Alles klar. Ja, dann drehen wir uns erstmal um und bekämpfen hier irgendwelche komischen... Au! Welche komischen Elementarmagier. Ist... Ja, das war klar. Geht gut los, wenn wir uns umdrehen und dann so ein riesiger Teil vom Level kommt. So. Und Cyrus. Bitte unternimm etwas gegen die grünen Druiden. Die müssen immer alles verschieben.
Aber natürlich, Cyrus. Cyrus. Oh mein Gott. Okay. Ja, wir müssen da jetzt wohl rüber, ne? Okay, warum auch immer hier so Plattformen sind, sieht schick aus, aber hat keinen wirklichen Zweck so vorerst. Ajax! Die nerven mich echt. Wenn ich groß und stark bin wie du, mache ich sie alle platt. Merk dir bis dahin, dass die Superladung dich unbesiegbar macht. Ah, Superladung. Okay, wo haben wir hier Pfeilchen? Ah, was bist du denn? Okay, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Ah, bist du ekelhaft. Ah, geh weg. Können wir dich irgendwie... Wir können dich gar nicht töten. Okay, das gefällt mir nicht. Boah, ist das ekelhaft. Das habe ich komplett verdrängt, dass es hier auch so ekelhafte Spinnen als Gegner gab. Ah, geh weg! Du bist ekelhaft as fuck. Ich kann mich gar nicht töten, nicht mal von hinten. Gehst du bitte. Verschwind dir so weit wie nur möglich. Lass mich in Ruhe. Hi. Oh. Die Rache wird mein sein. Wir haben eine Superpower bekommen. Da ist die letzte. Da ist die letzte. Oh. Die Superflamme. Oder wie auch immer. War das schon die letzte Spinne? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir lassen uns lieber nochmal ein Küsschen geben. Und racen damit nochmal ganz kurz ganz nach unten. Oh ne. Haben wir eine übersehen? Ja, da ist noch eine. Okay. Das ist aber ein ganz schön weiter Ritt. Und da ist... Okay, ne, dafür haben wir keinen Schlüssel gebraucht. Dann nochmal ganz nach oben. Hilft ja nichts. Wir brauchen die Edelsteine auch von der letzten Spinne da unten. Erstmal fast verlaufen. Das reicht nicht. Das reicht nicht, aua! Okay, am Anfang geradeaus laufen, dann reicht's gerade so. Eieiei. Wie gesagt, die Level werden von Welt zu Welt natürlich schwieriger. Okay, Moment. Links an der Säule rum. Und hier auch nicht rechts rum, sondern auch links rum. Komm, gib mir nochmal einen Schmatzer, bitte. Oh. So. Das ist der kürzere Weg. Komm her! Das kann nicht wahr sein! Ah!